we make the streams louder. Servus Leute, und zwar heute haben wir das Thema Kurbelwelle bzw. was der Grund sein kann, dass so eine Kurbelwelle eben kaputt wird. Anlass dafür, für das Video quasi, erstens bin ich gerade da dabei, einen Derby-Motor zum Neuaufbauen, und da ist jetzt genau das richtige Beispiel hierfür, warum eine Kurbelwelle kaputt werden kann bzw. kaputt wird, wenn man es falsch einbaut. Und der zweite Anlass ist, wir haben letztens wieder gehabt einen Kunden, der hat von uns eine Kurbelwelle verbaut, beziehungsweise zuerst hat er gehabt eine Kurbelwelle von Barrikit. Eigentlich super Kurbelwellen, wir haben zu einem Schaden von einer Barrikit-Kurbelwelle eh schon einmal ein Video gemacht, und der hat eben so eine Barrikit-Kurbelwelle verbaut gehabt, ist ein paar hundert Kilometer oder wie immer gefahren, und dann ist die beim Kurbelwellenstumpf abgerissen. Ja, das ist einmal, sage ich, wirklich ein wilder Schaden, aber kommt vor. Das ist eher dann das Problem, wenn man wirklich zu viel dem Stumpf zumutet. Ich schätze, da wird er wahrscheinlich irgendwie einen Schlag drauf gekriegt haben auf den Kurbelwellenstumpf, und erst dann, nachdem er mit einer Innenradarzündung gefahren ist, mit der originalen Zündung wieder gefahren. Hier ist ein schweres Bollrad für Masse etc. Und der Kurbelwellenstumpf hat, wurscht ob original oder verstärkt oder wie immer, immer 20 mm Durchmesser, weil das eben von die Kurbelwellenlager vorgegeben ist, und wahrscheinlich dadurch eben, dass das Bollrad zu schwer war und die Kurbelwelle schon aus was für einem Grund auch immer beleidigt war, ist das abgerissen. So, dann ist der Kunde umgestiegen auf unsere Kurbelwelle, ist dann damit ungefähr 500 km gefahren und hat jetzt da einen blauen Lagerschaden. Und natürlich das allererste, was quasi gleich war, natürlich ist die Kurbelwelle schuld. Beim ersten Mal war natürlich die Barrikit-Kurbelwelle schuld, jetzt ist es natürlich unsere Kurbelwelle. Wenn es eine Bidolot-Kurbelwelle gewesen wäre oder eine von Metrakit oder wie immer, dann wäre es halt die Schuld von denen gewesen. Aber es ist natürlich immer das Material und die Kurbelwelle schuld. So. Dann sind wir mit ihm die ganzen Punkte durchgegangen. Wer hat es verbaut? Er hat es verbaut, okay. Wie hat er es verbaut? Und dann bin ich wirklich mit ihm Step by Step durchgegangen. In was für Blockhälfte hast du es zuerst hinein, dann dies, das. Und dann sind wir drauf gekommen, er hat die Kurbelwelle wirklich nie zentriert und hat dann auch gemeint, das hat er bis jetzt noch nie gemacht, bei egal was für Motor. Wird wahrscheinlich auch der Grund sein, wieso dann hier und da mal eben Kurbelwellen bei ihm kaputt werden. Und ja, jetzt da habe ich das perfekte Beispiel, wieso man diese zentrieren sollte. Ich werde gleich die Kamera nehmen und euch das zeigen, ist glaube ich leichter. Und dann zeige ich euch, wieso das eigentlich so wichtig ist, dass diese Kurbelwelle wirklich zentriert im Motorgehäuse ist und nicht einfach nur eingebaut wird. So, wir haben hier das Derby-Gehäuse und wir haben da jetzt schon eine neue Kurbelwelle eingebaut. Diese ist jetzt noch nicht zentriert und jetzt zeige ich euch, wie das quasi zustande gekommen ist. Der Schaden von eben der Kundschaft, beziehungsweise haben wir das auch schon von allen möglichen Herstellern gesehen. Also, bei ihm ist diese Reibscheibe auf der Zündungsseite praktisch nicht mehr vorhanden, die hat es komplett verrieben. Und das Bläuel ist hier mittlerweile auch schon angeschliffen, weil die eben gefehlt hat. Dann ist das Bläuel nachgerutscht und ist dann hier bei der Kurbelwellenwange angestanden. Und ja, normalerweise muss ich sagen, wenn das so reibt, sollte man das eigentlich im Betrieb auch schon hören, da würde ich dann nicht wirklich weiterfahren. Im Endeffekt ist halt so lang gefahren, bis nichts mehr gegangen ist. So, wie kann das passieren? Also, natürlich gibt es jetzt viele Leute, oh, die Kurbelwelle ist schuld, etc. Aber jetzt erkläre ich, wie das passieren kann und wieso es genau hier die zündungsseitige Reibscheibe erwischt hat. Also, wir haben hier einen Motorblock, Derby D50B0. Das hier ist die zündungsseitige Motorblockhälfte und das ist die kupplungsseitige Motorblockhälfte. Und wir machen das eigentlich immer so, wir haben den jetzt hier auf unserem Ständer aufgespannt. Man beginnt mit der kupplungsseitigen Blockhälfte, verbaut das ganze Getriebe, dann macht man die Blockhälfte warm, Kurbelwelle mit Lager macht man kalt, dann kann man das Ganze einschrumpfen, sprich man macht die Kurbelwelle in die kupplungsseitige Blockhälfte hinein. So. Jetzt ist eigentlich alles vom Motor auf der Seite drinnen. Dann erwärmt man diese zündungsseitige Blockhälfte und steckt diese hier hinauf. So, jetzt haben wir aber das Problem, die Kurbelwelle ist ja nicht genau gleich breit oder genau, ja, eigentlich gleich breit wie das Motorgehäuse, sondern die muss ein bisschen kleiner sein, damit die halt wirklich da drinnen laufen kann.
So, jetzt haben wir sie aber in die kupplungsseitige Hälfte eingebaut, ganz hinein. Jetzt stecken wir die Zündungsseite drauf und jetzt da sitzt diese Kurbelwelle weiter in der kupplungsseitigen Blockhälfte drinnen als auf der zündungsseitigen. Und ich bin mit dem Kunden eben das durchgegangen. Er hat gesagt, ja, genau so hat er das gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er die Kurbelwelle zentriert hat, dass sie halt wirklich mittig im Gehäuse sitzt, ob er das nachgemessen hat oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist ja alles super zusammengegangen, er hat da nichts quasi klopfen müssen und sonst was, das hat alles super funktioniert. So, und ja, jetzt haben wir das quasi nachgestellt, ist eigentlich bei jedem Motor, den man aufbaut, dasselbe. Kurbelwelle sitzt jetzt ganz hier drüben und hat hier relativ viel Luft. Wir haben das nachgemessen, dafür braucht man eigentlich nur eine Füllerlehre, die in der Mitte hat 1,5 mm. Das ist jetzt nur ein bisschen schwer zum Nachmessen. Moment, mache ein bisschen am Platz. So, die hat 1,5 mm und passt genau hier gerade so zwischen hinein. Und dann haben wir eine, die hat 0,5 mm, also 1 mm weniger. Und die passt hier bei der Kupplungsseite genau hinein. Das heißt, und ich habe da eine kleine Zeichnung gemacht, so, das ist jetzt angedeutet unsere Kurbelwelle. Das ist die kupplungsseitige Hälfte und wir bauen die Kurbelwelle zuerst hinein, dann stecken wir die zweite Blockhälfte drauf und jetzt da haben wir hier 0,5 mm bis zum Motorblock und hier haben wir 1,5 mm. Jetzt haben wir noch vermessen, weil das Bläuel hat ja ein gewisses Spiel. Das Bläuel kann man hier axial verschieben. Wie man vielleicht sieht, ist das aber nicht wirklich viel. Das kann man natürlich auch nachmessen mit so einer Füllerlehre und da sind wir drauf gekommen. Das hat 0,6 mm Spiel, das heißt im Optimalfall, wenn das Bläuel in der Mitte sitzt, haben wir hier 0,3 mm und hier 0,3 mm Platz zwischen Reibscheibe und Bläuel. Jetzt sind wir hier aber schon einmal 1 mm außerhalb von der Mitte. Jetzt muss das Bläuel, damit es hier mittig vom Motorblock sitzt, schon einmal ganz auf die Zündungsseite. Und man sieht das eigentlich sogar recht gut. Ja, wie man sieht, das Bläuel steht weiter links hinüber, also Richtung Kupplungsseite. Und wenn ich es jetzt ganz Richtung Zündungsseite rüberschiebe, so, jetzt einmal probieren wir da reinzoomen. Wie man sieht, links haben wir bei der Reibscheibe Luft, rechts ist gar keine Luft vorhanden. Probier das nochmal rüberschieben. Genau, jetzt steht das Bläuel hier an und hier haben wir 0,6 mm Luft. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, selbst jetzt ist das Bläuel nicht hundertprozentig in der Mitte, es steht eher Richtung Kupplungsseite rüber. Ich glaube, das kann man recht gut sehen. Das heißt, wir stecken jetzt den Zylinder drauf. Natürlich will das Bläuel mittig im Kolben und mittig im Zylinder drin sitzen, beziehungsweise kann es gar nicht anders, weil das hat oben nicht viel Spiel. Und jetzt bei jeder Umdrehung reibt hier das Bläuel an der Anlaufscheibe. Und natürlich reibt es so lang, bis irgendwann diese Anlaufscheibe nicht mehr vorhanden ist. Und dann reibt es so lang weiter, bis es eben bei der Kurbelwellenlänge ansteht oder der Motor kaputt ist oder wie auch immer. So, das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Kurbelwelle wieder Richtung Zündungsseite bringen, damit wir hier 1 mm haben, hier 1 mm haben und hier 0,3. Denn dann sitzt das Bläuel genau mittig hier. Und es sitzt auch genau mittig in der Blockhälfte. Jetzt in dem Fall haben wir es noch nicht zentriert. Die Kurbelwelle dreht sich, aber relativ schwergängig. Manchmal geht es leichter, manchmal geht es schwerer. Aber das muss dann, wenn sie zentriert ist, richtig leichtgängig gehen. Und wie macht man das? Dafür braucht man eigentlich kein Spezialwerkzeug, sondern wir haben jetzt hier links, rechts zum Schutz fürs Gewinde einen Motor drauf gemacht. Jetzt nehme ich hier in dem Fall einen Kupferhammer. Mit dem kann man am wenigsten beschädigen. Und jetzt da klopfe ich hier axial drauf. Das klingt jetzt ein bisschen wild. So macht es der Kurbelwelle nichts. Auf gar keinen Fall so drauf klopfen. Das wirklich auf gar keinen Fall. Aber jetzt klopfe ich hier drauf. Und normalerweise hört man dann auch ein bisschen einen Unterschied im Klang, wie sich das Ganze sozusagen entspannt und wie das Ganze dann zentriert wird. Ich probiere das mal aufnehmen. Das war jetzt nur ganz vorsichtig. Jetzt schauen wir da mal. Ja, und das war zu wenig. Jetzt probiere das Ganze nochmal. Ich werde die Kamera wo positionieren.
So, jetzt probiere das nochmal. Ich glaube, man hat den Klang jetzt so ganz gut gehört. Und wie wir jetzt sehen, die Kurbelwelle dreht sich schon mal viel, viel leichter. Jetzt probiere ich dann noch ein bisschen nachklopfen. Schaut schon mal gut aus. Und jetzt werden wir mal gemeinsam nachmessen, wie das jetzt vom Maß her passt. So, jetzt haben wir die Kurbelwelle zentriert mit so einfachen Setschlägen quasi. Dann haben wir hier eine Gefühlerleere. So, jetzt muss ich es nur scharf stellen. Okay, es will nicht ganz. Ah, jetzt haben wir es. Ich glaube, man hat gesehen, 1 mm haben wir hier. So, das ist leichter. 1 mm. Genau das, was wir uns vorher ausgerechnet haben. 5 Zehntel weiter rüber wäre dann hier 1 mm und hier auch 1 mm. Und wenn wir jetzt da nachmessen mit der Leere, sieht man, jetzt passt plötzlich hier die Leere mit 1 mm hinein. Früher war da nur 5 Zehntel Platz. Und hier passt sie auch gerade so hinein. Also sie passt wirklich, ja, perfekt. Und wenn wir uns jetzt noch einmal anschauen, jetzt da dreht sich die Kurbelwelle plötzlich ja super leicht. Das sieht man relativ häufig bei uns in den Stories. Und da fragen uns dann viele Leute, wie wir das machen, wie das funktioniert. Ihr müsst die Kurbelwelle zentrieren. Und wenn die richtig zentriert ist, dann läuft es auch so. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, wie das Bläuel in der Mitte. So, schauen wir uns das Bläuel dann auch in der Mitte an. Und wie man, glaube ich, sehen kann, auch wenn es da jetzt nur um 5 Zehntel geht, das schaut jetzt schon besser aus. Das sitzt jetzt schon viel mehr in der Mitte. Und ja, jetzt da hat hier quasi die, haben hier die Anlaufscheiben links, rechts genug Platz. Kurbelwelle dreht sich super leicht und so wird das auch funktionieren, beziehungsweise so funktioniert das. Ja, das war das Thema Kurbelwelle zentrieren. Ich switch noch schnell mal auf die andere Kameraposition. So, ja, das war es eigentlich, das Thema. Warum es eben Kurbelwellen gibt oder warum Kurbelwellen beim Bläuellager kaputt werden. Eben eigentlich der absolute Hauptgrund, neben vielleicht einem Problem mit der Schmierung, ist das Zentrieren. Aber jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten wird euer Motor nicht lange halten. Der muss dann quasi auch immer das überwinden, weil die Kurbelwelle halt so schwer sich drehen lässt und funktioniert einfach alles nicht richtig. Ganz egal welcher Hersteller, gehört immer zentriert und ja, so schaut das Ganze aus. Wirklich kein Hexenwerk. Fühlerleere kauft euch immer ein paar Euro. Messschäbe ist auch nicht so schlecht zum Nachmessen und Kupferhammer, damit man das Ganze nicht unbedingt beschädigt, beziehungsweise nicht so leicht beschädigt. Kann man sonst auch mit einem Schonhammer machen, aber mit einem Kupferhammer hat man ein bisschen mehr Masse quasi und man kann das dann leichter zentrieren. Ja, dann hätte ich gesagt, lasst einen Kommentar da, tut das Video liken, tut das Video vielleicht teilen, falls irgendein Freund von euch dasselbe Problem gehabt hat bei seiner Kurbelwelle. Wie gesagt, egal welcher Hersteller. Und ansonsten Kanal abonnieren, schaut bei uns im Onlineshop vorbei, den haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.